Also ich hätte gerne ein Mining Drill da, wer so rumzeigt und alles in eine Kiste schmeißt. Ich hätte gerne Licht, das stimmt auch. So. Dann hätte ich gerne noch einen Mining Drill, der die beiden hier anknabbert. Oh, die drei sogar anknabbert. So, und alles in eine Kiste schmeißt. Und dann hätte ich gerne Mauer. Und eigentlich auch noch oben und links ein paar Türme, nur für den Fall, dass die irgendwie zickzack laufen, um hierher zu kommen. Was wir gerade gesehen haben, auch möglich ist. Weg, 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 weg. So, Türme. Da, Türme. Also, drei da. Und der Effekt Transmission Basic Beacon ist fertig. MK4 Mining Drills. Braucht 600 mal 2. Das ist eine Menge. Und wir haben jetzt nicht mehr so die super tolle Möglichkeit, an die Alien Science Packs ranzukommen. Also ja, ich könnte mit dem Buggy immer noch durchheizen, was wird jetzt von Folge zu Folge schwieriger, weil die böseren Beißer auftauchen. Apropos Spawner töten. Momentan war das ja in diesem Spiel, also in unserer zweiten Season, recht einfach. Also mit dem Snipergewehr konnte man die, glaube ich, two-hitten. Oder mit zwei, drei Schüssen auf jeden Fall erledigen. Und mit einem gepanzerten Buggy einfach einmal durchholzen, das ist okay. Mit der aktuellsten Version von Ditec, wo ich gucken muss, ob ich die einigermaßen kompatibel installieren muss, wurden die Lebenspunkte von den Spawnern angepasst, damit genau sowas nicht mehr möglich ist. Die sind dann eben mal 10-mal verstärkt worden. Das heißt, da ist dann mal nicht mehr möglich, durchzuheizen oder wegzusnipern und ähnliches. Das macht das ganze Spiel richtig, richtig knackig, stelle ich mir vor. Also, wenn man sich eine schöne Karte aussucht und dann damit anfängt, ist es kein Problem. Aber wenn man eine Zufallskarte hat und dann gar keine Möglichkeit hat, die ersten, keine Ahnung, 5-6 Spielstunden überhaupt nur eine Basis wegzumachen, also einen Spawner, das ist schon happig. Wenn man denn nicht genug Eisen in der Nähe hat, hat man die Arschkarte. Aber, ja. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, Speedmodule MK3. Die brauchten wir nämlich auch für... Ja, kostet auch wieder Lila, ne? Muss sein. Fusionsreaktor. Bau mir bitte einen Fusionsreaktor. So. Da noch zu. Baum. Was war das? Oh, okay. So. Eins, zwei, Mauer. Aber was die Veränderung jetzt angeht mit den Spawnern, da muss ich gucken, wie ich das mache und ob das kompatibel ist. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht kompatibel ist. Es müsste ja eigentlich nur die Lebenspunkte vom Spawner dann mal 10 nehmen. Und ob das jetzt in einem neuen Spiel ist oder in einem alten? Es könnte sein, dass die Spawner, die bereits auf der Karte angezeigt werden, dass die dann noch die alten Lebenspunkte haben und jede neu generierte Basis dann halt stärker wird. Was ja auch okay wäre. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt schon mal ein bisschen was hier sichern konnten. Was wir halt, wenn es von vornherein so gewesen wäre, wie die neueste Version, dann hätten wir diesen Speicherstand aufgeben müssen. Das wäre ein bisschen schade gewesen, finde ich. So, du hast jetzt keinen Strom, ich weiß. Ich hätte dich nur gerne drin. So. Also ja, sie können da jetzt auch über die Mauer rüberbeißen, die Großen, aber da kommen jetzt noch ein paar mehr Reihenmauern hin. Keine Sorge. Hier kommt unsere 10-fach-Mauer hin, weil das ist super duper wichtig, das Teil hier. Das werde ich auch sehr ungern unbewacht lassen. Bin kurz davor, einfach so lange hier zu bleiben, bis die Vorräte alle sind. Aber das könnte eine ganze Weile dauern, ne? Ja, 90 von dem einen Ruby, 44 von dem anderen, das ist eine Ecke hin. Oh, und Inventar ist so eine Sache. Gib mir mal eine Stahlkiste. Und da tun wir das ganze Holz einfach rein. Und drei Steine und... Das sollte schon reichen. Jetzt müsste ich alle Edelsteinarten einmal im Inventar haben können. Genau. Können wir noch mehr bauen von den Ditec-Kristall-Dingern da? Nö, ich brauche Chunks of Ruby. Die sind alle im Hauptquartier. Da will ich jetzt erstmal noch nicht hin. Erstmal will ich hier die Mauer weiterbauen. So. Und den werde ich wohl oder übel trotzdem gleich zurückgehen müssen. Um mehr Steine zu holen für mehr Mauern.
Achso, und in die Richtung brauchen wir noch Lasertürme. Nicht viele, aber ein paar. Da. 1, 2, 3. 1, 2. Oh. Ja. Die Mauer da ist falsch. Aber es wird hier eh eine Doppelmauer. Das ist okay. Da. Genau. Wieso kommst du? Achso. Da weg. Ich komme da nicht mehr an. Ich sollte das von außen weghauen, alles. Hm? So. Juhu, ich habe mich ausgesperrt. Aber das sollte jetzt eigentlich wirklich reichen. Das heißt, selbst wenn sie mit zwei, drei Roten ankommen, die ganzen Türme schießen alle. Also wenn hier ein Roter steht, schießen da 20 Türme drauf. Das, ja. Und wir haben es auch schon ein paar Mal wieder abgegradet. Also sowohl Shooting Speed als auch Damage. Müsste machbar sein, ja. Eine Radaranlage, das ist eine sehr gute Idee. Oh, eine Radaranlage MK2 bräuchte mehr Stahl. Aber ich glaube, das gönne ich mir. Wir nehmen jetzt noch einmal die mit. Die mit. Lassen eine normale Radaranlage da. Beep. So. Verzwieseln uns ganz kurz zurück zum Hauptquartier. Holen sowohl Steine als auch Stahl. Und vielleicht noch mehr Lasertürme. Also noch mehr Stahl. Oh, und ich könnte... Warte. Ich könnte jetzt anfangen mit dem einen Trick. Wobei ich nicht weiß, ob der Trick wirklich ein Exploit ist oder nicht. Er wurde mir nur schon von mehreren Leuten gesagt. Und da mir von mehreren Leuten auch schon gesagt wurde, nutze alles, was dir zur Verfügung steht, sonst wirst du elendig sterben, sobald die ersten Super-Duper-Beißer kommen. Teste ich das jetzt einfach mal. Die Idee dahinter ist, dass wir Fließbänder so vor die Basis stellen. Oh. Also wahrscheinlich nicht nur ein Feld, sondern gleich viel mehr. Aber es müsste die Gegner kurzfristig zurückschubsen. Und so kommen sie halt nicht dazu, dreimal drauf zu hauen, sondern sie hauen einmal drauf, werden kurz weggeschoben, laufen wieder hin, hauen einmal drauf, werden weggeschoben. So oder so ähnlich soll das gehen. Ja, es kommt mir aber ein bisschen komisch vor. Also, oh, warte mal, die sind zerstörbar, ne? Ja, dann ist das vollkommen okay. Ich hatte gerade überlegt, weil wenn die Dinger nicht zerstörbar sind, dann können die Beißer ja auch nichts dagegen machen. Aber so, da sie zerstörbar sind, können die Beißer einfach nicht die Mauer angreifen, sondern die Fließbänder. Und dann verliere ich einfach ganz viel Eisen für die Fließbänder. Das muss ich dann mal testen, wie viele davon zerstört werden bei einem Angriff. Aber jetzt gerade ist es mir das wert. Ich will die Edelsteine haben. Eisen haben wir momentan im Überfluss. Also kann ich auch ein bisschen was verwenden, um diese Basis hier sicherer zu machen. So, jetzt aber zurück zur Hauptbasis. Wir hätten gerne Stahl. Wir hätten gerne... Ja... Weiß nicht. Lasertürme, dafür brauchten wir auch nur Stahl. Für den besseren Radar-Dings brauchten wir auch nur Stahl. Alles gut soweit. Ja, das müssten wir alles auch noch abreißen. Bei Zeiten, wenn ein Roboport hinkommt. Ein Roboport wäre noch eine Idee. So. Ja, also ein Roboport, dann ein paar Logistikbots. Dafür bräuchte ich rote Engines, die hole ich nachher. Oh, Sniper-Turm haben wir auch freigeschaltet, oder? Oder wollten wir das noch? Ich sehe gerade keinen. Ich glaube, das wollten wir dann noch. Ja, okay. Und ich brauche eine Truhe, die nur dafür da ist, dass wir da die Edelsteine reinhauen. Für mein Edelsteinprojekt später. Stahl. Stahl wollte ich. So. Müsste sich hier komplett gestaut haben, trotz lila Modulen. Jo, bitteschön. Dankeschön. Bau mir ein MK2-Radar-Ding. Bau mir ganz viele Lasertürme. Gib mir Steine. Oh, grüße. Ja, okay, mein Inventar ist zugemüllt. Gib mir Mauern. Du bist die Edelsteinkiste. Was zur Hölle war das?
Steuerung gedrückt gehalten, dann war alles weg. Ah, Doppelklick auf eine Kiste macht all, also auf ein... Wie? Ah, Doppelklick auf ein leeres Feld. Also Steuerung Linksklick auf ein leeres Feld. Tut alles zurück. Ja, das war nicht gewollt. Das heißt, ich darf mich nicht verklicken, sonst tue ich aus Versehen alles rein. Und ich habe gerade irgendwas auf den Boden geschmissen. So, das hätte ich gerne. Cannot insert Speed Module 2. Da Speed Module 2? Hm, egal. Wir haben Lasertürme, wir haben den Radar MK2. Mauern. Ganz viele Mauern. So. Das ist okay. Roboport. Was fehlt fürs Roboport-Ding? Gar nichts. Ein Roboport bitte. Was fehlt dafür? Rote Engines. Okay. Rote Engines. Eisenplatten stauen sich hier nicht wirklich. Das heißt, oben bei Erz 1 wird wieder ein Mining Drill Ding ausgegangen sein. Das ist nicht so schön. Wie sagt, was sagt die Kiste? Kiste sagt, ich fühle mich nur ganz langsam. Ich werde sogar weniger. Nein! Das ist nicht schön. Nicht schön. Ja, dafür ist der Fusionsreaktor bald fertig. Das ist auch was Tolles. Dafür brauche ich schon mal recht viele blaue Chips, glaube ich. 88 sollten reichen. Eisen ist dann noch okay. Petroleumgas sieht okay aus. Leichtöl ist wie immer leer, aber wir haben immer noch genug Brennstoffblöcke. Lubricant haben wir auch ganz viel und da wird voll sein, richtig. So, dann bau doch mal bitte. Ich hole noch grüne Chips. Lauf. Ja, seid ihr, gib mir Kisten. Nein, seid ihr nicht. Das ist nicht brav. Hier. Werdet, gib mir Kisten. Brich das mal ab. Das da auch. Das da hinten dran. So, gib mir, gib mir. Nee, bitteschön, bitteschön. Gib mir Kiste ist dann die... Ja, wollen wir wirklich Stein mit Robotern transportieren? Das ist keine gute Idee. Kurz abbrechen. Also ich hatte kurzfristig die Idee, dass wir die Kisten da oben verbinden mit der Kiste da. Okay, das mache ich sogar, weil die Kisten sind irgendwann leer. Das ist ja nicht ein Dauerproduzent. Also gib mir bitte Stein. 1000. Das sind 5. Ja komm, 1000 Stein bitte. Das heißt, die Roboter sind alle beschäftigt. 0 von 41 haben nichts zu tun. So muss das sein. So, Research. Fusionsreaktor ist fertig. Das ist sehr, sehr gut. Laser Turret Shooting Speed. Gun Turret Damage 9. Ja, da kommen schon wieder die Alien-Artefakte. Wie viele Alien-Artefakte habe ich überhaupt noch? Ich glaube, ich brauchte nämlich sehr viele für den Fusionsreaktor. 30. Ja, es geht. So. 30 für den Fusionsreaktor. Und noch 12 blaue Chips, das ist okay. Das heißt, wir haben noch 108. Für die MK2 Power Armor brauchte ich nur 50. Erforsch die bitte mal. Das ist sehr gut machbar. Also die 200 blauen Chips werden eine ganze Weile dauern, das ist okay. Aber der Rest passt. Das heißt, 50 können wir jetzt noch aufbewahren für die Powerrüstung MK2. Und den Rest könnten wir theoretisch zu Science Packs machen. Weil ich habe den Verdacht, hier wird nicht mehr viel übrig sein, oder? 370. Und das Fließband ist voll. Ja, nicht mehr lange. Genau, ist schon am Abarbeiten. Oh, und blaue Tränke. Komm langsam weg von der ersten Blubbelblase hier. Sehr gut. Ist ein Anfang. Oh, und ich bin schon viel zu lange in meiner Hauptbasis. Ich sollte sofort zurücklaufen zu meinen Edelsteinen. Weil wenn die jetzt kaputt gehen, dann ist Welt unter. Da sind ganz, ganz viele schöne Edelsteine. Weg. Genau, weg. Du bau 100 Mauern. Bau Mauern.
Irgendwie wollte er gerade nicht alle Mauern auf einmal bauen, warum auch immer. Zug kommt gerade nicht. Er ist im Eisen, muss ich mir nachher auch angucken. Also irgendwas ist in Erz 1 passiert, dass nicht mehr genug Eisen ankommt. Vermutlich sind 1, 2 von den Mining Drills einfach leer. Ich bin jetzt ein paar Mal mit zweifacher und fünffacher Geschwindigkeit rumgelaufen, was normalerweise ein paar Minuten länger gedauert hätte. Dadurch kann es gut passiert sein, dass es da oben leer gelaufen ist. Weiß nicht schön wer. So, und du da. So. 1, 2, genau. Autosave. Ich sollte eigentlich zuerst rechts und... Na, rechts ist schon ein bisschen... So, Doppelmauer plus komische Fließbänder. Einmal rum. Mit einer kleinen Schwachstelle, aber ich denke nicht, dass sie genau von da kommen werden. Trotzdem kann ich immer so rumbauen. Also das sollte eigentlich sicher genug sein für die roten Beiße, die wir bisher kennen. So. Gib mir... Bau mehr Mauern.